Дили, дили бом закрой глаза скорее, Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили, дили бом кричит ночная птица, Он уже пробрался в дом. Keinen anderen Gegenstand ranken sich mehr Mythen und Unklarheiten als um den Balisong-Trainer. Sind sie eigentlich legal? Müssen Bohrungen vorhanden sein, damit sie legal sind? Kann man sie schärfen? Was ist mit Balisong-Kämmen? Fragen über Fragen und diese möchte ich hier und heute klären, damit die Unsicherheit ein Ende nimmt. Fangen wir zuerst mal damit an. Was wird als Balisong-Trainer bezeichnet? Als Ballisongtrainer wird ein Balison mit einer stumpfen Klinge bezeichnet. Vorteil daran ist ganz klar, dass man sich nicht schneiden kann. Anstelle der stumpfen Klinge kann man bei manchen auch einen Flaschenöffner, einen Kamm, eine Gabel oder sonst irgendwas finden. Gesetzlich fallen diese alle in eine Kategorie, weshalb ich nicht auf jede einzelne Variation eingehen werde. Aber wie sieht's denn nun mit der Legalität der Wallisong Trainer in Deutschland aus? Dazu begeben wir uns auf die Seite vom BKA. Um euch das ganze Paragraphengedöns zu ersparen, fasse ich euch in einem Satz zusammen. Natürlich könnt ihr alles selbst beim BKA nachlesen, wenn ihr wollt. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Balisons mit einer stumpfen und nicht spitzen Klinge sind legal. Also wissen wir nun, dass man keine Angst davor haben muss, einem Balisontrainer in der Öffentlichkeit zu flippen. Natürlich erzeugt das Aufmerksamkeit und vielleicht wird mal ein Polizist vorbeikommen und prüfen, ob es sich wohl nicht um ein scharfes Balison handelt. Mehr passiert jedoch nicht. Mit Balisong-Trainern mit einer Kammklinge, einem Flaschenöffner oder einer Gabel gilt genau das gleiche. Es gibt auch Balisons, die eine Schneide andeuten, jedoch stumpf sind. Diese sind auch legal, da sie weder scharf noch spitz sind. Aber wie sieht's mit Balisongtrainern ohne Bohrungen und ohne dem Hinweis cannot be sharpened auf der Klinge aus? Nun ja, Bohrungen dienen meist um die Balance zu verändern und ein Schärfen der stumpfen Klinge zu erschweren. Der Hinweis Cannot be Sharpened ist rechtlich belanglos. Dieser Hinweis dient eher dazu, die Leute zu beruhigen. Stellt euch dazu mal vor, ein kleiner Junge bittet seine Mutter, einen Balisongtrainer zu kaufen. Die Mutter wird mit Sicherheit eher zum Balisong-Trainer mit diesem Hinweis greifen, als zu dem hier, den ihr gerade seht, der aber auch legal ist. Nun gut, die rechtliche Lage ist somit geklärt, aber kann man denn nun einen Balisong-Trainer schärfen? Die Antwort ist ja. Und ich hab's mal ein wenig ausprobiert. Dazu habe ich meinen alten wagani trainer und eine Flex genommen und wie ihr seht habe ich nun eine Schneidphase drauf. Okay, bevor jetzt wieder jemand was zu kritisieren hat, mir ist klar, dass ich jetzt keine vollständige Schneide drauf gemacht habe. Aber es ging mir hier nur darum euch zu zeigen, dass es möglich ist. Natürlich rate ich euch davon ab, dies nachzumachen, denn dann wird aus einem legalen Gegenstand gleich mal ein illegaler Gegenstand. Zudem kann die Klinge eines Trainers sehr sehr schnell abbrechen, wenn sie zu hoch belastet wird, da die Wärmebehandlung bei Trainern meist nicht so sauber durchgeführt wird. So, also fassen wir nochmals kurz zusammen. Sind Balisong Trainer legal? Ja, sofern sie nicht spitz und nicht scharf sind. Kann man sie schärfen? Ja, aber ich rate euch davon ab. So, das war's auch schon mit dem Video. Habt ihr noch Fragen zu Balisong-Trainern, Dann schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde euch dann so schnell es mir möglich ist antworten. Natürlich freue ich mich über jedes Like und jedes Kommentar. Und wenn ihr hier zum ersten Mal seid, vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, euer Dirty Cross. Ciao.